So, meine Lieben, mal schnell den Stream starten, damit wir auch dann gleich loslegen können. Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream tatsächlich. Heute wird wieder AMG gefahren. Ich zeige euch auf die falsche. Ist ganz klar. Heute wird wieder AMG gefahren. Timo ist schon wieder raus aus Knuts Lobby. Und wir sind heute am Bilsterberg. Und bei der Gelegenheit muss ich natürlich fragen, na, wer kennt das bekannte Lied von Bilsterberg? Na, wer kennt's? Ich zumindest nicht. Sonst hätte ich es vorgesungen. Aber ich kenne leider keins. Tut mir leid an der Stelle, aber macht nichts. Wir sind heute, wie gesagt, Bilsterberg, fahren wieder GT4 in der VROS, der VirtualRacing.org Community. Heute nochmal ein viel, viel stärkeres Feld als das letzte Mal. Ich habe gerade 4 Runden im Benz AMG gedreht und bin tatsächlich höchst offiziell letzter. Also der Letzte, der eine Zeit gesetzt hat, also auch die langsamste gleichermaßen. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, denn da gehört auch einiges Versagen dazu. Wir hoffen, ich und Knut, dass wir es noch ein bisschen steigern können bis ins Quali. Die Restdauer des Trainings beläuft sich um circa 8 Minuten 20. Die würde ich dann auch jetzt noch nutzen wollen. Das bedeutet, ich schalte in die Cockpit View um und holen uns den mindestens mal Dennis und später auch den Timo mit rein. Und das wäre für heute Abend die Illustro-Runde in diesem Rennsetup hier am Bilsterberg auf den GT4s mit Timo Konitzny und Dennis Rottmann. Ich werde sie euch noch entsprechend näher bringen gleich. Ich switche mal um jetzt hier auf jeden Fall. Ne, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt im Cockpit. Ups, schon im Cockpit. Hallo. Oh, Entschuldigung. Ist Reflex, wie gesagt. Ist Reflex. Ist Reflex. Flexkleber. Flexkleber. So, Dennis. Ja, was soll ich sagen? Hallo. Hallo? Dennis, bist du es? Ich bin Dennis, ja. Ach, das ist aber klasse, dass du auch hier da bist. Wer spricht denn da? Ja, hier ist Holger. Holger? Nee, mit A, Holger. Holger. Ich weiß nicht, warum die Leute das immer falsch aussprechen. Ausflug wegen dir. Verdammt. Freut mich. Nur wegen dir. Hast du dich auch schon überschlagen? Nee, noch nicht. Ich habe mich vor Freude überschlagen, als ich gesehen habe, was hier für Zeiten gefahren werden. Kannst du komplett knicken, Alter. Das ist Wahnsinn. Komplett knicken. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo die bald DRS hier aufmachen. Ich glaube aber auch zum Teil sind heute KTM-Festspiele. Echt jetzt? Ist schon sehr, sehr, sehr viel vorhanden hier, ne? Ja, wobei, warte mal. Ich hab gedacht, dass die Karre irgendwo mal gut wäre. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, die Benzens sind auch in etwa so stark vertreten, wollen wir mal sagen. Oder du meldest dich jetzt einfach ab, dann haben wir mehr KTMs. Da kann ich immer noch behaupten, ich habe gegen ein Auto verloren, was viel stärker war auf der Strecke. Ich meine, das liegt ja immer noch an uns, ne? An meinem Setup, dass du so langsam bist quasi. Ich mache jetzt auch wieder, ich habe jetzt nochmal gerade eben das Standard-Setup probiert. Übrigens haben wir ein Reifen-Hitzeproblem vorne rechts nach 2 Runden bereits. Ach, das macht nichts. Macht nichts, alles oder? Klar. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht rutscht es einfach nur wie Schmierseife, aber... Ja. Kann allerdings sein, ja. Das weiß ich schon, ja. Also. Ich habe davon auch keine Ahnung. Autofahren, ne? Weißt du, ich schicke dir eine Datei und sag dazu, es ist Setup-Datei und du probierst die auch noch aus. Ja. Ich habe mich gewundert, warum mein Computer in dem Moment abstürzt, weißt du? Aber ist okay. Gut, dann fahre ich mal raus. Kannst du mir kurz sagen, wo du bist? Dann würde ich dich direkt abräumen, wenn ich aus der Box komme. Ich schaffe das schon alleine, danke. Sozusagen Clubhaus. Dennis, sag mal, bei mir in meinem eigenen Race Room, den ich ja hier habe, also nein, in meiner Simulation, jedes Mal, wenn ich Race Room neu starte, aber wirklich jedes Mal, und auch nicht, wenn ich den Rechner irgendwie vom Strom hatte oder auch nicht, wenn ich Sachen umgesteckt habe hinten am USB, sondern immer, auch wenn ich nichts verändere, ist bei jedem Race Room Start ist das Steuerungsprofil hat die Hardware disconnected. Can you please talk to me the reason in my perfect English? The problem for me to talk about the reason because I'm not the developer of this game, but I don't think it's a problem of the game. I think it's a problem from you. Jetzt, jetzt. Okay, soweit oder? Jetzt. Wenn du ja sagen willst auf Englisch, heißt das jetzt. Ach, wusstest du gar nicht, ne? Ja, ja. Nee.
Ich hatte das Problem in der Tat auch schon mal, aber eigentlich eher jedes Mal, wenn ich neue Hardware angesteckt hatte und irgendwelche Buttons neu konfiguriert. Dann musste ich das 2-3 Mal machen, das stimmt schon, aber dann auch nicht mehr. Ich verändere halt gar nichts, also weder stecke ich Hardware neu an, noch stecke ich alte Hardware ab. Also ich mache einfach gar nichts. Also ich mache den Rechner auch nicht so aus, dass der irgendwie komplett vom Stromnetz abknallt. Deswegen wundert es mich. Ja, schon echt seltsam. Aber es passt dann auch irgendwo zu mir, ne? Muss man auch sagen. Wenn seltsam ist, meine ich jetzt. Du bist doch Knut Seltsam, oder? Mein Name ist tatsächlich Knut Seltsam Mattheisen. Ich hätte nicht schon dabei gedacht, das müsste sie fragen. Ja, aber die wolltest du mir ja leider nicht vorstellen bei unserem letzten Date. Es ist auch so, wenn du mir nicht komplett versichern kannst, dass du mich nicht heiratest, da stelle ich dir gar nichts vor. Ja? So. Kommt auf die Anzahl der Kamele drauf, als ich deine Eltern bin. Ja, es ist wirklich eine ganz nette Geschichte heute wieder. Geht schon gut los, und das, obwohl ich mega konzentriert bin. Bist du tatsächlich konzentriert? Merkt man, ne? Merkt man, oder? Ja. Aber persönliche Bestzeit hier, Junge. Ey, Mr. Murder! Auf dem Weg. Auf dem Weg dazu zumindest. Grüß dich, Chris. Also, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal hier andere Leute anschreie. Was? Du schreist doch noch andere Leute an? Na klar. Boah, ich bin damit auch nur Vorletzter. Ich bin vor Lachen vor die Wand gefahren. Was hast du denn mit dem Setup gemacht, dass das Auto hinten so lose ist? Das mache ich mal absichtlich. Mhm. Das reicht mir als Erklärung. Danke und Gruß. Ich krieg doch meine besten Tipps hier nicht in deinem Stream parade. Natürlich nicht. Stell dir mal vor, da kommt jeder auf einmal auf die Idee und sagt, das mache ich jetzt auch so. Nee, ganz ehrlich, bin das so gewohnt, irgendwie loses Heck zu fahren. Ich habe bis jetzt immer Teamkollegen, die mir Setups gebaut haben mit losem Heck, und seitdem mache ich das auch und komme damit genauso gut zurecht wie sonst auch. Also von daher, als wie immer. Perfekt, alles klar. Ne? Mhm. Also, um ehrlich zu sein, habe ich versucht, vorne ein bisschen mehr Grip auf die Achse zu kriegen, was mir auch gelungen ist, aber wie du ja sicherlich weißt, dient ein Fahrzeug-Setup dazu, das Auto in eine gewisse Balance zu bringen? Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß gar nicht, was ein Auto ist, aber red ruhig weiter. Ich schreibe nebenbei mit. Ja? Es ist ja aber wirklich gelungen, vorne entsprechend hier schön Stabilität aufzubauen. Ne? Ja. Onader, ne? Ja. Genau. Du gibst vorne, nimmst damit aber hinten Grip und ja, offenbar ist mir die Balance nicht so gut gelungen. Also, mehr vorne als hinten. Es ist ja auch eine Gewöhnungssache, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das Setup schon richtig gut ist, ehrlich gesagt. Aber wenn man nur 4 Runden damit fährt, dann, ja klar. Ja. Also, du musst natürlich jetzt auch erstmal kapieren, wo es lang geht und so, ne? Wo ist denn eigentlich der Navi dabei? Von der ersten Kurve. Oh ja, der ist übel. Da gibt's gar keinen visuellen Anhaltspunkt. Richtig, das sehe ich nämlich ganz genau so. Du blieb immer erst, wenn es zu spät ist, dass es zu spät war. Das ist ganz pervers. Oder du schaffst es halt immer zu früh zu bremsen, das ist auch dann... Ja, ist auch gut. Weil langsam sind wir ja eh heute anscheinend. Ja. Ist noch jemand langsamer gerade als du? Ich glaube nicht, oder? Gibt's dafür auch einen Pokal, oder? Ja, ich will's hoffen, weil dann muss ich den mal vom Thron stürzen jetzt hier. Apropos Ton. Musst du nochmal AA, oder? Mal kurz mal überlegen. Hm? Wir können das gerne hier im Stream klären, ist kein Problem. Was für eine PC fährst du, Herr Rottmann? 4. Hm. Same for me. Der 5 ist mir hier dann doch mit dem losen Deck ein bisschen zu übel. Ja, ist übel, das stimmt. Aber weißt du, was ich glaube? Das wir müssen heute gar nicht... Was? Was? Jetzt muss ich es mir aufschreiben. Ich glaube, wir müssen heute gar nicht schnell sein. Ich glaube, wir müssen einfach nur... Konstanz eine Scheiße bauen. Aber das ist schon schwer genug. Also ich habe mich bei dem letzten Rennen, an was ich mich erinnern kann, hier mit dem NSU, glaube ich, war das. Irgendein öffentliches Rennen war das.
Da habe ich mich in der Schikane gewürfelt und habe mir in der ersten Runde einen Aufhängungsschaden quasi. Ja. Das war so meine Erfahrung mit dem Bilsterberg. Ich verstehe genau, was du mir sagen willst. Und das, obwohl ich Deutsch rede, das ist krass. Ja. Und du das auch immer machst, simultan, das ist krass einfach. Simultan übersetzt. Total verrückt. Ich glaube, dass Timo gerade seinen Stream startet und deswegen raus aus dem Voices. Das denke ich. Entschuldigung. Ey, da fällt einer eine 41-0. 41-2. Entschuldige bitte, aber ich bin ja fast so schnell wie du, Alter. Das ist ja cool. Aber ich bin eine halbe... Ey, guck mal. Ach du Scheiße, ich bin eine halbe Sekunde langsam im ersten Sektor. Ich könnte so viel schneller sein als du, Pfeifen-Heino. Sag immer vorlaut. Hat er mich jetzt beleidigt etwa? Der ist völlig okay. Also das ist ja nichts, wo ich darauf reagieren muss, oder? Natürlich nicht. Das liegt ja in deiner Macht. Ich habe die Macht. Ja, 15 Liter. Einfach mal. Perfekt. Also du hast schon auch auf Qualifying Setup gesetzt, sehe ich gerade. Habe ich in der Tat. Geil. Komplett so gemacht. Genau. Dann ist ja umso schlimmer, dass ich Vorletzter bin, aber ist okay. Ach. Naja. Warte, ich folge dir. I follow you. Follow me and follow hinter dir. Behind you. Follow. Das ist mir zu aktuell, das Lied. Das, nee. Okay, sorry. So, wen gibt's denn heute Abend alles? Kevin Meyer, Leo Krippner, Nico Söhnel, Stefan Ahlers, Martin Petermann, aber auch Marco Schettron, Dennis Hillmann, Dietmar Scholz, Dennis Hillmann. Den Namen werde ich auch nicht mehr vergessen. Seit dem letzten Rennen mit ihm. Ach so, ja, den hat man öfter gehört, ne? Ja. Weiter, oder kannst du jetzt nicht mehr lesen? Ich weiß nicht, was du meinst. Also mal gucken, dass ich hier an dir dranbleibe. That's what she said. Ich glaube, dass ich hier viel Zeit verliere. Ich auch. Was denkst du eigentlich? Sollten wir uns demnächst mal vorbereiten irgendwie so richtig, oder? Nein. Okay. Was, also die Frage, die ist wirklich schon teilweise frech. Ja, sorry. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Das stimmt, aber Prinzip Otze, du weißt es selbst, ohne Training steht's empor. Das dürfen wir nicht verletzen. Ui. Schade. Ich hab wirklich, also ich würde eine Ausnahme machen, ich würde das zulassen. Ja. Dass wir für das Nordschleifenrennen tatsächlich mal eine halbe Runde trainieren können. Eine halbe, okay. Ja, ich denke mal, das ist auch fair für alle. Ich meine, stell dir mal vor, wir würden da vorne wegfahren mit 10 Sekunden Vorsprung pro Runde. Genau. Wir wollen es nicht übertreiben. Jetzt haben die keinen Spaß mehr und keiner fährt mehr mit. Richtig. Aber diese Excel-Datei, die du mir geschickt hast, die war gut. Wo man hier Power plus 110% und so eingeben konnte. Richtig. Oh nein. Kannst du dich noch erinnern, Dennis, als ich das letzte Mal gesagt habe, ich kann nicht schalten, Ja. Oh, Kacke. Hallo, hört ihr mich? Hey, Timo, grüß dich. Hallo, wir hören dich. Ja. Jawohl. Oh. Hallo. Wunderbärchen. Hallo, Dennis. Hi. Wunderbärchen, sagt er. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf den Abend heute. Das letzte Rennen hat richtig Laune gemacht. Absolut, das kann ich nur bestätigen. Ich glaube allerdings, dass es heute... Ja, zumindest für mich nicht so erfolgreich laufen wird. Das wird noch besser, wird erfolgreich. Treppchen, 1, 2, 3. Dann müsstest du noch überlegen, welche Reihenfolge. Ja. Wenn wir die Tabelle umdrehen, so wie gerade im Training. Dann ich habe nur einen Blick eben drauf geworfen und dachte so, ja, okay, das passt ja. Wir haben Spaß. Ganz ehrlich, wir haben einfach noch nicht gezeigt, was wir können. Wie im echten Leben. Ja.
genau, kommt alles noch. Ja, zuerst mal müssen wir ja mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen, ne? Warte mal, hier ist links, ja, okay, aha. Ich hab mir das aufgezeichnet, hier liegt so ein Papier auf dem Schoß. Da kann ich drauf kommen. Musst du aufs Lenkrad nehmen. Ja, aber das dreht sich ja ständig, das auch nicht. Da komme ich immer durcheinander. Muss ich noch mitdrehen. Boah, 1,46,0. Ja, ich muss sagen, der BMW ist hier auch echt ein bisschen stressig zu fahren. Den hat man schnell quietscht es, oder? Nee, ja, gar nicht. Also quietscht ja ich überhaupt nichts. Nee, gar nichts. Ist ja auch abhängig von meinen Soundeinstellungen. Ich war so, das hätte man andrehen müssen, ne? Ja, genau. Boah, ich habe ein Setup gefunden, wo man es gar nicht mehr quietschen hört. Geil. Brake temperatures look good. Boah, das wird ja viel schlechter als gedacht. Macht ja nichts. Hauptsache, wir sind zusammen, wir drei Schnuckis. Ja, stimmt. Weißt du? Na, Bauke. Ah, da vorne ist einer langsamer als ich. Aber ich glaube, der hat mir einen Schaden. Ist euer rechter Vorderreifen auch 100 Grad heiß? Hier geht's auch rechts ab. 90. Dazu ein kleiner Tipp. Schau dir die Temperaturen erst an, wenn du auf einer Geraden bist. So 10 Sekunden geradeaus fährst. Dann hast du nicht so hohe Temperaturen. 1, 2. Ja, hat es ja gut. B13, good luck. That's your quickest today. Lap back was at 145.31. Schon nah dran an meiner Bestzeit. Ich bin schon über dem Zenit. Scheiße, ey. Aber es ist eine schöne Strecke, muss ich sagen. Also, ey, die ist richtig geil gemacht. Ja, also ich glaube, wenn wir uns mal irgendwann mal treffen sollten im Real Life, sollten wir das hier tun. Aber mit deiner Karre, Knut. Weil ich ja so viele Karren habe, ja, klar. Ich fahre nicht meine Karre. Dennis, du weißt es noch nicht, dass ich kein Auto mehr habe, ne? Dass ich Fußgänger bin, um die Klimageschichte zu schützen hier, ja? So. Finde ich allerdings gut. Nee, wusste ich noch nicht, aber finde ich gut. Einer muss vorangehen. Darf man das öffentlich sagen, wie es kommt, oder? Möchte dazu jetzt nichts weiter hören? Ich gucke tatsächlich auch wieder nach Autos. Also XKR, C6, nix. Die Trönk C6? Mensch, du hast ja Stil. Ja, ich wollte ein bisschen... Das war aber auch ein Modell, das war ziemlich selten, der C6. Ja. So ein lustiger Bodenständiger. Oh, das war ein ganz schönes Prunkauto für Franzosen. Das stimmt auch wieder, ja. Ah! Boxeneinfall ist links. Ja, danke. Ah, gut, schon mal gleich ungültig. Diese und nächste Runde vor allem. Na, schönen Tag noch. Das ist auch immer wunderbar. Also wenn ich hier fahre, komme ich mir ehrlich gesagt vor, als wenn ich überhaupt keine Ahnung hätte, wie man Auto entfernt. Also, Gefühl habe ich aber auch genannt wieder. Nicht nur hier. Also gibt es wirklich noch ein anderes Gefühl, ja? Weil ich kenne nur das. Ich habe auch diese eine Kurve, die so links abfällt und wo es dann wieder so hoch geht, die habe ich noch nicht einmal richtig gut bekommen, ne? Hausefalle. Nee, ich gebe erst dann wieder Gas, wenn das Auto nicht mehr rutscht. Heißt das ist das Ding Einzige, so, ja? Was ich mir da merken kann, ja? Ich habe mir von diesem Otterhard habe ich mir die Bezeichnung anzeigen lassen, damit man so ungefähr weiß, wo man ist.
Ah ja, das wollte ich das letzte Mal fragen. Hast du das Otter hat noch in News? Ja, okay, okay. Yes, okay, okay. Yes, of course. Aber die Strecke ist echt, also pervers. Pervers geil. Ja, stimmt. Also ich würde sagen, ich mache das wieder so wie beim letzten Mal. Ich lerne die Strecke einfach während des Rennens. Lerne die Strecke mal während des Rennens. Ich wusste gar nicht, dass wir Langstrecke fahren. Ein 2 Tage Ausdauerrennen. Ich gehe noch mal ganz kurz austreten, Jungs. Ich lasse euch mal kurz allein. Oh, was sollen wir denn machen? Müssen wir reden? Jetzt bin ich überfordert. Oh. Ihr habt den Stream in der Hand. Beherrscht ihn. Kann ich eigentlich auch auf eure TV-Sicht umschalten? Rennmonitor. Ja, geht. Fahrer wählen, dann nehmen wir mal den Timo. Ja, zeig mal bitte Dennis. Meinen Klamauk kann man sich in meinem Stream schon anschauen. Okay. Das ist auch wieder recht. Einmal Dennis, bitte. Da ist er. Muss ich lächeln beim Fahren oder geht's so? Ja, immer nur, wenn die Kamera deinen Helm ranzoomt, dann ein bisschen lächeln. Ich geh pinkeln, bis dann. Viel Glück. Boah, das wird das Desaster, der Desaster wird das heute. Aber ist egal. Oder? Ja, ich glaube auch. Oh, ey, ich habe in jeder Runde ein Cutting bisher. Hört sich an, als wenn du auch viel geübt hättest. Ja, 13 Runden. Ja, sehr gut. Ja, so viel hatte ich in dem Dreh auch gemacht, um hier so ein Setup zu basteln. Ja, da fühlt man sich richtig wohl danach, ne? Mhm. Ich bin eigentlich nur am Korrigieren. Das ist meine einzige Fahrweise hier. Ja, das stimmt. Also eigentlich hat man die ganze Zeit das Gefühl, man ist sauschnell unterwegs, weil das Auto ja permanent am Ausbrechen ist. Ja. Und wenn man dann auf die Zeiten guckt, kommt leider nichts mehr rüber. Boah, jetzt habe ich hier was gefunden, ey. Mutkurve ist gut. Mutkurve. Oh, jetzt kommt voll die Zeit. Lieferst du gerade was ab? Ne, ich habe schon wieder 2 ungültige. Zumindest bin ich schneller als Knut jetzt. Wo tingelst du denn, Rohr? Auf welchem Platz? Zeitenlos. Deswegen, vielleicht bin ich noch gar nicht in deinem Ranking. Nee, ich bin 15. Ja, und ich bin noch vollkommen ohne Zeit. Ach, zeitenlos. Ah, okay. Na, stimmt. Zeitlos auch immer. Sowieso. Zeitlos unterwegs. Aber man kann ja wirklich nicht sagen, dass die Reifen kühl bleiben, ne? Also. Ich beende hier auch gerade schon wieder eine ungültige Runde. Oh nein, ich beende sie doch nicht. Ich beende sie wirklich nicht. Wie ist denn das hier? Darf man noch mal rausfahren, wenn man escaped? Ich glaube, bei VROS ist das sogar egal. Bei VROS ist das egal, glaube ich auch, ja. Also ich habe vorhin escaped. Tatsächlich. Ich glaube, in der richtigen Liga auf keinen Fall. Aber nein, hier ist genau. Es, ja. Nee, in der Liga mache ich das eigentlich auch nicht. Es haben auch beim letzten Mal, glaube ich, einige gezwirbelt. Dennis, gibt es ein Irrtum in der Zeit? Du bist vor mir. Während du weg warst, habe ich deine Zeit zurückgedreht. Ja, Dennis, was in Asphalt gebrannt. Eine ganze Zehntel hat er die abgenommen. Mann. Der Junge, ey. Die hole ich mir wieder, Freund Blase. So, jetzt fahre ich mal. Oh, jetzt hätte einer noch viel, viel mehr geschafft, aber jetzt durch das Lachen in der letzten Kurve habe ich es verkackt. Ja, klar. Ich fahre jetzt erstmal eine safe 2-0-0. Timo, bist du das hinter mir? Ja, ich bin das. Ach, geil. Push. Das kann ja nur in Uhr gehen. Na, komm mal her.
mach das übrigens nur aus Spaß an der Freude, ne? Also ich habe hier überhaupt keine Ambition jemals angestellt auf dieser Strecke. Hättest du das, wärst du gar nicht in diesem Voice-Chat. Hätte mich gar nicht gelassen, ne? Die Ambitionslosen sind das hier immer. Gefällt mir dieser Kreis. Ja. Just vor Fun. Aber ich weiß gar nicht, wer dieser Just ist. Oh, ei, ei, ei. Sehe ich die Welt heute einmal von oben? Ich habe sie vorhin schon gesehen, Timo. Ja, ich, ja. Sehr schön. Ich habe mich schon gewürfelt. Die letzten Kurven sind so geil, die letzte Kombination da von dem Berg runter. Ey, da kannst du so viel rausprobieren, ne? Geil. Oh. War leider ungültig. Aber egal. Nein, 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 ich nächste auch. Doch, nächste auch. Ich fahre hier ohne Zeit durchs Quali. Scheiße. Machen viele bei iRacing, um zum Beispiel ihr Safety Rating oder sowas zu schonen. V16. Das wird dann später als Begründung herhalten, falls mich wer fragt. Ja. Ach so, das gibt's hier gar nicht. Ach, das ist gar kein iRacing, ach so. Ich habe mir vor kurzem ein Video angeguckt von dem Steffen Hensler. Kennt ihr den? Och. Dieser Koch, genau. Und der fährt bei diesem... Der fährt auch manchmal, genau. Echt jetzt? Also ja, hier bei diesem Team. Sagt doch jeder Nordschleifen-Typ kennt das Team. Schnitzelhalb. Oh, fuck. Ja, das wäre passend. Ich muss gucken. Auf jeden Fall fährt der Porsche Cup und vor kurzem ist er M240 Cup auf Sandford gefahren. Gar nicht schlecht, Alter. Gar nicht verkehrt. Okay. Und der scheint auch irgendwie Kampfsport zu machen, oder was? Also, Timo, hast du dich gedreht? Ich habe gerade eine Nachricht von meinem Coochie gekriegt. Der lügt. Andere können jetzt nicht. Ja, ja. Ach so, der, ja. Oh, ich stehe hier auch allen auf der Ideallinie im Weg. Ich wusste auch gar nicht, dass das die Ideallinie ist. Alos fliegt erstmal ab. Deswegen, sehr gut. Ich dachte wirklich, ich wäre nicht auf der Ideallinie, aber scheinbar fahren die Kurve anders. Das erklärt wahrscheinlich, warum wir so langsam sind. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh, diese erste Kurve, ey. Boah, eine Zeit will ich aufsetzen. Sonst zerreißt auch der gute Thomas mich in der Luft. Das macht er nicht. Obwohl, für den habe ich auch immer eine Ausrede parat. Letztes Mal habe ich ihm gesagt, mein Kater hat mich gebissen. Ja, das hat er im Stream gesagt, ja, richtig. Ja, ja. Was hast du das denn gesagt? Bist du während des Rennens da rein, oder was? Ja, vorher geredet. Thomas Isle of Man. Thomas Isle of Man. Wenn ich einmal die Kurve fahre, ohne über die... Ah, das ist... Ich fahre so schlecht auch, ne? Das ist aber... Naja. Nix. Ich finde dich gar nicht so schlecht. Du bist knapp hinter mir. Ich mache hier Drift-Challenge, Alter. Alter. Alter, ja, ja, uff, sag ich dir, du Fliechen. Oh Mann, ey, ich bin so gespannt. Das gibt nix. Wenn wir uns nur ein bisschen zusammenreißen, sind die Kampfhähne, da räumen sich bestimmt 4, 5, 6 Leute ab. Ja, das ist auch meine Hoffnung. Aber lustigerweise machen die das immer alles nur im Training und im Quali oder so. Und im Rennen läuft das dann bei denen. Hier, wenn der einmal rutscht, dann rutscht der. Wollte ich euch nur ausrichten kurz. Achso, danke. Gerne. Ich finde das immer gut, von einem Profi-Sim-Racer Tipps zu bekommen. Ja, absolut. Ich mach noch 15. Ich bin 18. halt die Schnauze. Ah, der Matthias Held hat's geschafft. Schade. Jetzt bin ich 17.
Jetzt komme ich mit ganz großen Titten, Schritten. Hier kommt der. Ja, Gegner. Ich habe eine Zeit aufgestellt. Hey, geil. Best wishes. Oh, sonst hättest du auch gar nicht mitfahren dürfen im Rennen, glaube ich, ne? Dürfen nur Leute mitfahren, die mindestens eine Zeit haben. Ja, die 150%-Regel lassen wir hier mal bitte außer Acht. Zum Glück. Alter. So, ich bring auch mal irgendwas weg. Gleich. Viel Glück. Das ist jetzt aber Ende, das Quali, ne? Warte mal, nee, ich hab... Nein, ich fahr noch eine Runde auf. Runde ungültig steht hier. Ihr alten Alles klar. Dennis, du weißt schon, wer dich jetzt gleich abräumt, ne? Soll ich passieren lassen oder möchtest du mich filmen? Ich werde dich einfach kurz filmen. Kurz. Einfach. Mein wunderschönes Heck. Kurz, ja. Dieter Thomas Heckantrieb. Ja, oder so. Wie viel Sprit, bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren? Also mindestens mal Dennis. Ich würde empfehlen, 35 Liter reinzupacken. Wenn du mich jetzt irgendwie auf den Arm nimmst, Alter, ne? Nein, nein, du bist viel zu schwer. Okay, dann packe ich 40 rein. Sicherheitspolster. Ah, genau. Ich sollte das Otter halt einfach nehmen und mich nicht auf Dennis verlassen. Entschuldigung. Na, übrigens hat das richtig gut geklappt beim letzten Mal. Also da muss ich mich wirklich zurücknehmen. Du hast eine richtig, richtig geile Berechnung gehabt. Es war ja, sauknapp, aber es hat gereicht. Es war genau perfekt. Ja, ja, das bin ich. So bin ich, so bin ich, so bin ich. Geiler Typ, geiler Typ. Jetzt ist Warm-up. Warm-up. Mal ein bisschen mit Gewicht jetzt hier trainieren. Ja, hab ich mir auch gedacht. Was ich geil finde bei Race Room, wenn du nicht lang genug auf den Startknopf drückst, geht das Ding wieder aus oder nicht richtig? Es ist einfach geil, oder? Nicht ein Leben, oder? Wenn du bei deinem Fiat Panda nicht lang genug den Schlüssel drehst. Wenn ich wenigstens einen hätte. Den nachinstallierten Startknopf. Mein Fiat Panda. Warte mal, da ist ein Taxi hinter mir, jetzt will ich vorbeilassen. Ach du je. So, liebe Zuschauer, das ist mein Arsch. Guckt euch das fette Ding an, Alter. Ihr fahrt beide mit dem Benz, ne? Mhm. Ah, voll geil. Voll geil, voll geil. Endlich. Schon mal mit Mercedes fahren. Knutchen, ich habe die Bremsballons ein nach vorne gestellt. Eventuell wäre das auch was für ihr. Mir ist 58 schon zu viel gewesen. Ich bin auf 57 und überlege, auf 56 zu gehen, weil ich das Auto beim Anbremsen noch so ein bisschen wegstellen will. Weißt oh, warte mal, hab ich gesagt, da vorne? Ich meine, ja. Mist, sag du. Es wird auch verwechselt. Hier, wenn das gelbe Ding im Rückspiegel zu groß wird, das bin ich. Vor lauter Schock bin ich jetzt hier rechts abgefahren. Die gelbe Schlange, oder wie man sagt, wenn man sich häufig nicht wäscht. Nein, Quatsch, das ist jetzt Quatsch. Hör auf jetzt. Alter. Ich weiß nicht, über welche Zeitspanne wir hier reden. Oder? Ich war Wochen auf Montage am Stück. Also, nein. Ohne zu duschen. Hier, da ist. Oh, der drückt jetzt aber, du. Okay. Das scheint ein AMG zu sein. Ich muss noch vorbeilassen, Mercedes. Ich habe ja nur 1,8er Motor drin. Achso. 3-Zylinder EcoBoost. Hier bremsen, ne? Ja. Nochmal Gas, wieder bremsen, rüber. Okay, ja. Wieder Gas, nochmal bremsen. Ein bisschen Attack kommen lassen. Und voll drauf. Okay. Hast du gemerkt? Auf den Vordermann. War nur komplett falsch, aber. Genau, fahr mir mal hinterher. So, das war jetzt nicht die ideale. Aua! Ach, ich hasse es, ne? Ausspiel, ne? Ja, ja. Oh, mitten in der Kurve. Alter. Mitten in der Kurve drin, Alter. Hör auf. Alte Topsau, du. Tö. Das ist so ein angenehmer Dialekt einfach. Mein Freund, wir sind da nicht bei Dialekt, wir sind da bei Regionalsprache. Aber noch schlimmer finde ich. Monim! Monim! Regional Slang. So, pass auf jetzt hier. Darum müsst ihr jetzt den Gong nicht reintönen. Sondern voll Gas geben und wenn es grün wird, den ersten Gang rein. Rein, denn den ersten rein, wenn es grün umschaltet oder was? Ja, wenn es grün ist, ne? Aber Vollgas geben. Schon vorher voll, oder dann erst, wenn es auch grün ist oder so? Voll drauf. Voll drauf, ja, ja. Voll Aufstellung drauf. Umkehren ab P15. Das könnte ich eigentlich schaffen, dass ich dann im nächsten Rennen auf P1 starte. Meinst du? So viele fallen aus?
Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oh Gott. Ich bin gespannt. Ach. Ja? Aha. Ist ja interessant. Wo seid ihr denn? Ah, hier. Guck mal. Hallo, Knuti. Ach, hallo. Startet ihr eigentlich von ihm um? Nö. Also jetzt gerade nicht, beim nächsten Rennen will ich schon. Aber warte mal, eigentlich könnte ich das machen. Go, go, go. Geht los, ne? Hm, jetzt geht's los, ja, hast recht. Hab ich einen Frühstart gemacht? Hab ich? Ich habe einen Spätstart gemacht. Gibt's dafür auch Strafe? Oh, wo wollt ihr denn hin, Leute? Hier, hier bin ich. Nein, ich habe mein Radar gar nicht an. Ich habe auch kein Radar. Sieht nicht so gut aus im Stream. Ich glaube, Schreinski ist neben mir. Jetzt nicht mehr. Also schon mal als Entschuldigung, ich habe kein Radar. Good start. Ich auch nicht, gilt nicht. Ich habe eigentlich, kann ich ansagen. Radar. Dann musst du immer hinter mir bleiben, Dennis, du weißt es, ne? Kein Front. Ich hätte hier schneller gekonnt. Okay, hier auch. Aber nur 1 km/h, glaube ich. Oh, sorry. Hm. Ich habe es aber wirklich auch aus Respekt jetzt ins Mikrofon direkt gemacht. Also den Rülps. Weiß nicht, was ihr denkt. Der liegt aber im Kaffee, ne? Ja, der Kaffee, richtig, ja. Warum hast du den auch nochmal durch den Tod? Ja, hast du gesehen? Boah, das waren Kahnreflexe. Das waren doch wirklich Reflexe. Das waren richtige, das waren schon Reflexionen. Boah, da fährt einer rechts rum, auch nicht schlecht. Links kurven, nicht rechts ab. Was ist denn da passiert? Spiel 15 ist in Sicht. Ja, geil. 16. Also in mir reift ja der Entschluss, die nächste Saison bei der Virtual Racing tatsächlich mit GT-Fahrzeugen zu fahren. Aha. Denn ich habe festgestellt, dass ich es einfach nicht kann. Und ich habe die Hoffnung, dass ich es vielleicht irgendwie mal lerne oder so. Ich meine, irgendwann muss man das doch mal lernen, oder? Das stimmt, ja. Das hat, glaube ich, eher mit Talentfreiheit irgendwann zu tun. Hey! Jetzt bin ich gemeint, glaube ich. Ich kenne das doch. Du bist ja auch noch beleidigt, ey. Was macht der denn da? Ich glaube, ich muss in die Box. Oh oh, ja. Ich bin hin. Also mein Auto ja. Auch. Tja. Sag euch was. Ich will gar nicht so weit nach vorne, dann stehe ich ja im zweiten Rennen so weit hin. Das ist auch eine Logik, das stimmt. Naja, aber man muss schon mindestens 15. werden, ne? Ich war ja letztes Mal 16. im ersten Rennen. Wirklich? Das ist ziemlich dumm. Ja, ja stimmt, stimmt, du warst. Ja, ja. In Ungarn durfte ich aus Reihe 1 starten im zweiten Rennen. Und bin dann einmal offline gekommen und jedes Mal ist wer reingestoßen. Oh Mann. Und ich bekam eine Cutting-Strafe dann. Mhm. Oh nein. Und so habe ich, glaube ich, in einer Runde einfach mal 7 Plätze verloren. In einer Runde. Ah, das macht auch keinen Spaß, du. Ja, ja, ja. Deswegen hat man dann auch wieder abgeschaltet hier, ne? Ja, macht auch Sinn. Also ich habe gerade leider den Juror abgeräumt, das tut mir echt leid. Das kann passieren. Ja, ich bin auf jeden Fall Letzter und fahre weiter, ich gehe nicht in die Box. Sehr gut. Ich fahre als Schrottklumpen weiter. 77 Sekunden Reparaturzeit, das ist jetzt Rennen vorbei. Schrottklumpen. Könntest du vielleicht die 11 Autos vor mir aufhalten? Das ist aber wirklich eine fiese Aufgabe. Es sind 12 Autos übrigens.
die Mausefalle hatte mich. So, Platz 20 von 20, noch 20 Minuten, wenn das kein Zeichen ist. Ah, ich sehe da die Autos schon wieder da vorne. Ist da, ach, bitte. Sorry. Ja, dann ist doch gut. Macht mir doch keine Angst hier. Gain on this car. Oh nein. Yellow flag. Oh oh. Das ist echt spannend. Vor einem, hinter einem, überall dreht sie sich weg. Witzig, bin ich mein Letzter. Ha. Wer ist jetzt? Ich müsste nachlesen und scrollen. Darf ich das später machen? Danke. Ja, lass es. Lesen ist ja nicht so schnell. Okay. War auf jeden Fall ein KTM, ne? Genau. Ja, der fährt den auf diesen Events immer, ne? Den KTM. Ah ja. Da vorne sehe ich die nächsten beiden. Läuft. Nein, kann man nicht überholen. Vor der letzten Kurve. Muss ich nur trauen, Dennis. Ich hab's versucht. Aber Peter hat gesagt, ne, mit mir nicht, Junge. Diese Dreiergrüppchen vor mir. Hallo? Ich glaube, ich bin gleich wieder Letzter, weil der KTM unter mir den Unfall hatte, viel schneller ist als ich. Upsala. Die gehen ja halt schon ab, die KTMs, ne? Ich glaube, für die Strecke auch ein gutes Auto. Hättest du das mal auf diesen Satz vielleicht mal einfach mal eine Woche vorher gedroppt? So viel Verstand traue ich dir auch so zu. Ganz ehrlich, ich suche mir danach nicht die Autos vor. Aus. Ich muss ja irgendwas haben, wo ich es drauf schieben kann, weißt du? Richtig, ja, das kenne ich. Ah, wir fahren alle die ähnliche Taktik, ich sehe es schon. Der BMW ist hier auch total das falsche Auto. Total. Ja, ähnlich schlimm wie der Benz, würde ich sagen. Ja, habe ich auch gehört. Also jetzt mal ohne Mist, der KTM hinter mir ist echt viel schneller, den lasse ich jetzt passieren, ehrlich gesagt. Was passiert? Das nicht, der wirft den weg, wenn du ihn nicht vorbeilässt. Das habe ich gerade auch so gemacht. Weil ich glaube, der ist so oft einfach nur am Rollen, dass wenn er schneller ist... Ich habe ihn vorbeigelassen. Och, jo. Der meint's ja nur gut. Er tut allen gut. Es liegt im Namen. Steigert meine Wut. Hast du eigentlich schon mal irgendwelche Sprüche über deinen Namen gehört oder so? Nö, ne? Nie, ja. Eigentlich nie. Weil Knut ist auch ein Name, der eignet sich halt überhaupt gar nicht für solche Spielchen, weißt du? So wie bei meinem. Genau, Penis. Dennis. Ganz tief in der Niveaukiste gegraben. Übelst ja. Mega. Das ist eigentlich noch besser als Tennisschuh. Da lacht er jedes Mal. Ja, weil es mit dir ist, ich find's lustig. Du, wenn du so mit mir sprichst, finde ich das irgendwie ganz toll. Mhm. Das war ja der Grund, warum wir heiraten wollten. Hä? Nee? Achso.
Publikum hier. Ich krieg von hinten auch schon wieder KTM-Besuch. Krischer Bädorf. Timo, schieb ihn raus. Ja, da eignet sich das für. Ja, aber mach's nicht. Das ist doch, mach's nicht. Oh, was mach ich wie? Hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch vorhin, ne? Fairness und so weiter. Da haben wir dich auch ganz hoch gelobt. Ja, letztes Mal hast du was ganz Nettes über mich gesagt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ist ja auch so. Haben wir ihn nicht beleidigt die ganze Zeit? Wir dachten, wir machen's, aber es kam gut an. Nein. Green Flag Sector 3. Naja, es geht ja auch um P15 hier, also irgendwie. Ja, du hältst dich da gut. Deswegen so ganz kampflos kann ich das hier auch nicht aufgeben. Nur weil ich keine Motorhaube mehr habe. Er braucht die. Oder? Maximale Kühlung. Ah, der haut mir echt ab da vorne, ne? Cold Brown? Oh, ich wollte schon immer mal so eine Herzschlag-Messgerät tragen. Weil gerade hat das einfach aufgehört zu schlagen. So schlimm. Aber es schlägt wieder, oder? Ja, gerade wieder angefangen. Sonst muss man ja diverse Sachen machen, wie Notruhen. Ah, ich sitze am PC. Defibrillieren. Ferndefibrillation. That's half distance. You're looking good for fuel. Wieso blinkt mein Hut nicht? Das geht nicht. Du fährst ein Autorennen, du musst hier nicht blinken. Alles schön, wenn eine Mutkurve, das Heck so ein bisschen kommt und dir die Gefahr nimmt, dass du so einen Kurvenaußenrand ansteuerst. Das finde ich total geil. Ja, das stimmt. Das ist nice. Ja. Irgendwie habe ich gedacht, es fallen mehr Leute aus, so. Nicht nur Knut. Genau. Ja, ey, das bringt uns nichts, was du machst. Entschuldigung.
Oh, ich bin 2 Sekunden langsamer auf eine Runde. Also vielleicht sollte ich doch in die Box gehen. Ich habe keine Ahnung. Ey. 2 Sekunden langsamer als wer? Als Leo Köppner meine... oder so? Nein, nein, als meine beste Runde. Okay. Naja, gut, der Sieg wird hier jetzt nicht dein sein, ne? Nee, heute. Aber... Scheiße, ich hätte vielleicht direkt nach dem Schaden rein... Weil ich wollte schon mal angreifen, aber mit diesem kaputten Auto komme ich halt auch nicht mehr vor, ne? Ich ist das. Ordentlich, verstehe ich. Hab eigentlich gedacht, dass es damit geht, ja, aber... nee, eigentlich nicht. Gelbe Flagge, direkt mal noch mehr Gas geben, wenn man vielleicht noch einen kriegt hier. Ist auch nicht richtig, ne, oder? Doch, gelbe Flagge muss den Attack-Mode aktivieren. Das ist der natürliche Reflex. Ja. Okay. Ich hab das Gefühl, dass mir so ein bisschen Downforce fehlt einfach. Also so ein bisschen massiv. Hm. Runterkraft, weißt du? Dieses. Ganz, ganz wichtig, hast du noch deine Motorhaube wegen dem Setup? Die brauchst du dafür. Und hast du die noch? Ich habe meine Motorhaube verloren leider. Ja, das erklärt einiges. Ohne geht's nicht. Aber das Schiebedach habe ich noch. Dann musstest du das aber auf Stufe 2 stellen. Warte, okay, erledigt. Ich bin noch nicht letzter und das mit einem kaputten Auto. Bitte ein bisschen mehr Respekt für den Knut. Wir respektieren dich. Klingt sehr glaubwürdig. Bin ich. Ja. Ist so. Hui! Na, da müssen wir mal ein bisschen hier abseits der Strecke fahren. Oh, jetzt habe ich aber tatsächlich mal den Bremspool verpasst. Kommt eigentlich gar nicht vor bei mir. Doch sonst mal so konstant. Richtig, genau. Ich sehe, du hast mich schon öfters mal beobachtet. Ja. Bist du Talent Scout? Kann das sein? Wer? Talent Scout? Ja. Ich bin Talent Scout. Ist das ein Vorname oder? Das ist mein mexikanischer Name, Talent Scout. Ja, okay. Hallo, Talent Scout. Mexikaner. So wie Terence Hill, ne? Falls das einer nicht verstanden hat oder so. Terence. Ich. Alter Schwede. Ist hier irgendeiner Schwede? Nicht, dass ich euch beleidige die ganze Zeit. Hörst du es nicht in meinem Namen oder was? Alter, boah. Nee. Weil man da nicht Weihnachtsbäume ausgeklopft. Den hat er auch noch nie gehört, glaube ich. Brandneu das Ding. Aber immerhin habe ich die Schweden-Connection getroffen. Ja. Wir hatten mal so einen Schweden-Cup in Race von, weißt du noch, Timo? Oh, furchtbar. Bin ich nicht mitgefahren, weil das las ich schon so schlimm. Oh, das fand ich geil irgendwie. Mit den alten Porsches war das, ne? Ja, das war lustig, das stimmt. Das hat echt Fehls gemacht, sag ich mal. Ja, das war cool. 3 kurze Sprintrennen mit Reverse-Grid und einem Schnickschnack. Ja. War das auch vorher? SRC. Ja.
minutes remaining, 5 minutes left. Das ist doch noch Training hier, oder? Qualifying ist das, oder was ist das jetzt hier? Ich bin die ganze Zeit alleine auf der Strecke. Das hier ist jetzt offenes Fahren. Ah, also Track Day ganz normal, okay. Weil wenn Rennen wäre, würde ich natürlich meine Motor wieder draufpacken, oder? Nee, muss nicht. Okay. Das lohnt nur. So richtig Rock'n'Roll ist ohne. Jetzt hat er mich. Christian! Oder wer hat dich? Der Christian. Der Christian. Ah, ah, ja, hm. Jetzt bist du vor mir, Timo. Oh. And gaining. Ich fahre zu langsam, um dich irgendwie nur annähernd zu kriegen. Position Edition, sag ich. Ja. Du bist auch voll kaputt. Beängstigende Ansage. Als ob der ein Auge auf einen geworfen hat. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Backmarkers Racing. Eieiei. Musst du durch. Das Wort für rausfliegen? Outflower? Outflyer oder so? Ja. Outflyer, richtig, ja. Der Timo kennt doch da jemanden mit linguistischen Kenntnissen. Ja. Wie gesagt, ich antworte euch. Okay. Viel gelernt. Ich muss ja ehrlich zugeben jetzt, also es macht mir auch trotzdem Spaß. Auf jeden Fall. Die Karren machen einfach Laune. Und die Strecke auch irgendwie zu fahren. Ja, ja, ja. Die Strecke ist geil. Also man hat immer so das Gefühl, man hat immer einen Gegner, wenn es die Strecke ist. Oder das Auto, ja. Sprache so fliegt raus. Nein, 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 nein. Komm wieder. Oh, jetzt habe ich noch mal schön quergestellt hier. Also auf zwei Meter noch nicht. Nur ein Engel. Ja, genau. Allerdings in vertikaler Richtung. Ich auch. Zwei Runden noch, wa? Für dich vielleicht. Ja, für mich noch 17. Zweieinhalb. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also meine Erkenntnis... Sahnehäubchen, wenn heute noch die Track Limits an wären. Dann würden wir alle nicht sehr schnell fahren, ja. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel hier. Zu cutten. An den richtigen Stellen. Manche trainieren ja nicht das Fahren an sich, sondern trainieren das Track Limit auszureizen. Ja. Also ich kann es euch sagen, aus eigener Erfahrung, es lohnt sich nicht, einen Unfall zu bauen und damit irgendwie versuchen, Gewicht zu sparen wegen der Motor oder so, weißt du? Okay, lohnt sich nicht, okay. Also nicht abfahren oder so. Okay. Der ganze Carbon-Kram. Ja, Mensch, schade. Es war ein Versuch wert, gehabt, ja, genau. Ja. Das ist bitter, ey. Bitter. Ah, bitter. Aber es ist bitter, hell, sehr. Ja, uff. Es ist aber auch wirklich anstrengend, hier zu fahren, weil du halt durchgehend wach sein musst. Ja.
Gerade habe ich den Patrick von SpongeBob vor Augen gehabt, als du das Geräusch gemacht hast, Dennis. Den habe ich mal synchron gesprochen, ja, fürs Fernsehen. Ja. Moment, der beste Freund von SpongeBob. Damals so. Einer von den guten Jobs. Genau. Yeah, P16, kommt jetzt, Timo. Dranbleiben. Geil, komm, hol dir noch einen. Einen noch. Hol dir den Ohren. Den Ohren-Joke. Nein, das ist nicht schwer in Ordnung. Aber den kannst du ja trotzdem holen, weil Leute sind ja ein Team. Ich würde gern. Aber der fährt auch gar nicht so langsam, ne? Nee. Den habe ich bei mir in der VR-Therme als Gegner ständig. Das war das Ziel, vor ihm ins Ziel zu kommen immer. Nein! Oh doch. Was ist das? Ja. Hä? Ach, bin ich froh, wenn ich wieder Downforce hab. Eieiei. Brauchst du nicht. Elfter! Geil! Elfter! Oh, geil! Oh, geil, das. Doch! Schmähre noch auf 19 rum hier. Ja, aber irgendwie auch nur geschenkte Plätze, glaube ich. Ging mir auch so. Ich habe nicht ein Überholmanöver gesetzt. Ja, vielleicht eins. Eins. Das Schlimme ist, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das nächste Rennen besser fahren würde aus Gründen der Streckenkenntnis oder so. Was ist das? Hast du jetzt auch nicht lernen können, ne? Nicht wirklich. Ja, als wie viel da startet man jetzt? Muss ich mal zurückzählen. 1, 2, 3, 4, 5 doch. Bei mir ist es einfach. Ich starte von fast hinten. Aber ey, Best Lap Driver 1,41,5. Meine Best Lap 1,44,7. Ach du Scheiße. Geil. Das sind über 3 Ach, Sekunden. Du Scheiße, es fehlt mir ja vorne alles, Alter. Sehr gut. Ach du Kacke, Alter. Nice. Boah. Jetzt brauchen wir aber ein bisschen mehr Sprit, ne? Ich würde jetzt 49, ja, 50 Liter würde ich reintun. Okay. Mach ich 52. Ne, ich mach 53, das ergibt 22,2 Runden. Das ist irgendwie angenehm. Beim Benzt. Wie kriege ich denn den vorne ein bisschen stiffer? Ich mache mal ein bisschen weniger Stabi, würde ich sagen, oder? Ich habe überhaupt keine Ahnung von sowas. Keine ich Ahnung. Auch nicht. Ich mache irgendwas. Ich mache gar nichts, weil wenn das Kacke ist, dann ärgere ich mich. Ja, aber du hast ja Low-Speed-Druckstufe auf 5 zum Beispiel von 180 gestellt. Du hast aber anscheinend keine Ahnung. Wie jetzt? Ja, aber Zugstufe auf 8, Druckstufe auf 5, ja. Ach so, keine Ahnung, aber Druckstufe auf... Ja, läuft. Ist eine gute Erklärung. Ich werde einen Teufel tun, jetzt irgendwas ändern. Nein, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Jürgen. Ja, sicher. Aber mach ruhig. Mach, ist kein Problem. Ich lach dich auch nicht aus, wenn es richtig scheiße ist. Du hast es ja eh keine Eingewöhnung in die eine Richtung, dann. Es kann auch nicht schneller werden. Außerdem hast du ja auch noch eine Minute 57, um dich dran zu gewöhnen, wenn du jetzt aus der Box fährst. Ja, das Problem ist aber, dass ich Penissen, also pullern muss, also Urinat auspressen muss. Urinat, das sind wir wieder. Im Urinalium. Ich muss los. Ja, geh besser. Einfach laufen lassen. Ah, oh, Hilfe. Bist du erkältet? Nö. Klingt das so? Nee. Okay, weil... Ich wollte nicht sagen, dass du einen Raucherhusten hast. Ja, das ist allgemein bekannt. Achso. Das O in Timo steht für Raucher. Deep gedived. So, erstmal Flügel runter. Braucht man hier eh nicht. Man fährt ja so langsam. Ja, ich glaube, Flügel ist ja... Boah, da scheint... Oh, geile Grafik. Alter. Wenn ihr gleich im Sauwechsel seid, scheint euch schön die Sonne entgegen. Toll. Also, wer sagt, Race Room hätte eine scheiß Grafik, ne? Keine Ahnung.
Du bist geflasht, im wahrsten Sinne. So, ja, warum funktioniert denn hier eigentlich mein HUD nicht so richtig? Das könnte ich doch nochmal eben ausmachen und nochmal anmachen. Shutdown. Wo ist es? Oh, auf dem falschen Bildschirm. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung davon, wie man GT-Autos fährt, ne? Was ist ein GT-Auto? Oh, es blinkt. Jetzt wird's wild. Was? Nicht, dass ich deswegen schneller fahre. Mein HUD blinkt wieder. Ach so. Ich bin hoch erfreut, deswegen. The famous HUD blinking. Ja. Cool, freut mich. Ich habe das Gefühl, dass du das nicht ernst meinst, Dennis. Doch. Hör auf. Warum haben wir hier eigentlich kein Full Reverse Grid? Ja, das wäre geil. Hätte ich auch gut gefunden. Verstehe ich nicht. Eigentlich ist das doch. Ach so, ja. Dann holt man doch wirklich mal alle ab. Ja, die letzten 5 sind halt immer Schmutz, weißt du? Ja, wir sind nichts wert. Und P16 kriegt noch eine goldene Ananas. Aber eine, die schon ein bisschen angefault ist. Wurde, aber auch von P16 kannst du auf P8 so nach vorne fahren. Habe ich doch letzte Woche genauso gemacht, das kriegst du hin. Ja, aber das befriedigt mich ja nicht. Ja, die Strecke war genau die gleiche eigentlich, ja. Ja, boah, Salzburg-Ring war echt entspannt, immer mal laufen lassen, Ja, das stimmt, war überhaupt nicht stressig, ne? Und hier nur am Lenken in einer Tour, so. Rudern, ich habe schon gedacht, ich wäre im Kanu unterwegs. Ja. Wie war das nochmal? Gas geben, bremsen, links, rechts? Erstmal Licht anschalten. Was ist eigentlich, wenn man jetzt einfach mal eine Minute vorher losfährt direkt? Geht nicht, ne? Go. Wieso habe ich eigentlich meine Ampel aus? Oh, Timo, gleich rausgezuckt, die hast du gesehen? Geil. Eiskalt. P15 für Rennen 3. Rennen 3? Ja, den Witz verstehe ich nicht. Achso. Ja. Lustiger Molch, du. Timo. Hallo. Ui, hm? Immer in Action. Auf jeden Fall. Fährt sich voll interessant jetzt mit auf einmal Downforce auf der Front. Ah, wieso habe ich Suspension Damage? Was zum Teufel? Du bist über den Körb gewamst. Nee, ich habe einen auf die Seite gekriegt. Echt? Aber das davon schon so ein bisschen. Ich hab dir gleich gesagt, du sollst den Skoda holen und nicht so einen blöden Benz. Hält nix aus, die Karre. Gar nix. Nix wert. Geht mein Licht, Timo? Ich frag nur. Reinskibern aufgefahren. Ach, das war der Stefan. Den Stefan. Ja. Aber ich wollte nur gucken, ob der Wach hat. Boah, wie viel Rasen die mitnehmen? Die sind ja irre, Alter. Innen oder außen? Ich leider außen, die aber innen. Die innen, ja. Aber richtig übel. Ja. Da ist so 1 Zentimeter Reifen noch auf der Linie hier.
geht der gut hier drüber. Oh. Okay, hier sind nicht. Voll das Getümmel hier vor mir, nur meine Fresse. Esch da mal ordentlich rein, da. Ja? Soll ich reinmachen? Nein, mach. Mach ihn weg! Boah, hier schieben sich zwei... mal gucken, was ich da rausholen kann. Wahrscheinlich nur einen Schaden. Immerhin nicht ganz ohne irgendwas daraus gehen. Den Alos, den überholst du da draußen rum, oder? Weiß nicht, wer es war mit dem BMW, auf jeden Fall ist er jetzt hinter mir. Der Falsche. Oh, wo fahr ich denn an? Interessante Linie. Du hast wenigstens so eine Linie hier. Jede Runde eine andere. Das nennt man Variabilität. Soll ich euch mal was sagen? Nee. Ich bin immer noch Dritter, ich verstehe nur nicht warum. Du bist Dritter, du Hooper! Echt geil, Alter! Ja. Wehe, du gewinnst das nicht auf Platz 3, hä? Oh Mann. Da kloppt er dich nachher, da kloppt dich doch. Da gibt's was auf dem Arm, Freundchen! Oh, da gehen sie beide weiter vorne. Und der Rottmann stößt eiskalt in den Rhein. Nee. Nee. Nö. Eisheiß. Wollte ich es. Also ich möchte nicht so einfach gewinnen, weißt du? Ja. Stimmt. So ein Überholmanöver, das muss schon so gesetzt werden, dass es demütigend ist, ja. Anders fahre ich nicht dran vorbei. Nein. Mindester Anspruch. Ah, Matthijsen, hast du wieder einen entsorgt? Ich habe nichts damit zu tun, er hat sich leider verbremst. Sagt einer, der jede Runde in eine andere Linie fährt. Mach ich aber auch. Wobei, jetzt habe ich die ganze Zeit hier mal so die Vorfahrer adaptiert und ja, da ist einiges drin. Was? Hurga! Hurga, Hurga. Ungarisch auch noch, ne? Ja. Dachte, wir waren schon in Budapest. Du geh endlich hin. Das war tschechisch, Otto. Oder? Otto. Oh, jetzt ist Lino hinter mir. Muss mal ein bisschen Sitz hier vormachen, ich sehe ja gar nichts. Oh. Your right front tire is hot. Right front is hot. Yellow flag, sector 3. Und noch einer weg. Flagge. Ich mag gelbe Flagge. What? Hallo?
Wow! Ah. Hallo, wa? Ja. Hier einfach weg zu. Ah. Guten Abend, Markus. Markus Schieferdecker, sagt euch was. Ach klar. Markus, ja? Grüß dich, Markus. Ja, grüß Gott. Grüezi. Grüß Gott, Herr Schieferdecker. Oh, das ist nicht das cool, ein ja. Berliner ist das, glaube ich, der Markus. Ah. Ja, ich kann aber kein Berliner grüßen. Aber ich mag Berliner. Also so ein Punschballen oder so. Also du meinst jetzt das Gebäckstück oder was? Ja, sicher. Punschballen? Das ist mir neu. Berliner halt. Punschballen habe ich noch nie gehört, ja. Berliner sind mir wohl ein Mittel. Yellow flag. Eieieiei, das war ja fast. Har, har, har. Der Herr Krippner. Der Herr Krippner. Im Lotus? Junior. Ah. Ja. Der ist auch schnell, habe ich mal gehört. Ja, der kämpft hier mit Knut und mir, das sagt doch alles, oder? Incident clear, green flag. Aber langsam geht hier wieder die Zeit des Einsammelns los. Boah, dass die hier vermeintlich schneller sind. Wird auch immer schaffen, in jeder Bremszone einem hinten drauf zu ballern, ey. Bist du denn auch so ein langsam mit Pfeife? Weiß nicht. Wenn ich es wüsste, wäre ich schneller. Sehr gute Antwort, Herr Rottmann. Wie immer. Es wudel. Dennis, wenn du ein richtig geiles Rennen haben willst, wartest du kurz auf mich. Ich bin jetzt auf P12, habe aber 10 und 11 vor mir und dann kann man schön kämpfen zusammen. Ja, ganz ehrlich, dann wird sie von alleine schon so kommen irgendwie. Werden die Anklopfer kräftiger? Kriegst du heute Blue Flag? Warum? Das war ich jetzt kommen. Nein. Wieso kriegst du eine Blue Flag? Das ist doch Quatsch. Martin will heute aber auch einfach nur die Aufhängung vom Porsche zerstören, glaube ich. Einmal gelb, bitte. Ja, gratis Platz. Er stopft den Lotus in der Wand links. Kleiner Lotus in der Wand versteckt. Oh, what's with Alice?
der Crackfield hier. Der mich das erste Rennen in Salzburg gekostet hat. Hey, da war ich wirklich nicht gut drauf. Das glaube ich. Unsafe Rejoin einfach in die A-Linie reingerollt. Du, das hat er gerade, also der blaue Lotus war das gerade? Ja, das... Ja, ist gerade wieder passiert. Ich habe übrigens wieder meine Motorhaube verloren gerade und mich gedreht. Doch, dein Ernst? Doch. Später, da ist er! Matthijsen! Ganz ehrlich, ich hab jetzt hier langsam gemacht, damit wir hier fighten können. Was machst du? Ich warte. Es ist Zeit, Rennen beginnen. Ich warte bis... ich habe zu viel gequatscht. Ich habe mich nicht konzentriert, ehrlich gesagt. Weißt du, ich war Dritter. Und dann... Jetzt bin ich Sechster. Weil ich auf dich gewartet habe. Habe ich drei Leute durchgelassen. Doch... Ich nehme es halt auch nicht so ernst, ehrlich gesagt. Das sollte man auch nicht ernst nehmen. Oh, da ist wieder einer abgezwirbelt. Mal gucken, wo ich jetzt ohne Motorhaube rauskomme. Das noch ein paar 10 Minuten länger, ne? Oh nein! Ah! Aha! Jetzt geht einem die Spritlampe an. Was ist denn mit dem Martin los? Martin, my love. Ja, viel besser komme ich hier ohne Motorhaube klar. Es ist doch perfekt. Man sieht auch mehr eine Bergaufstücken, oder? Es ist so. Es ist ganz einfach so. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt so Karren bauen mit Motorhaube. Auch das schräg hängende Lenkrad, das passt viel besser zu meinem Lenkstil. Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Du kannst einhändig besser fahren, wenn du ein offenes Wheel hast. Ja. Weil wie willst du sonst die Hand oben auflegen, ne? Das ist so. Also ich muss auch sagen, seitdem mir der Christian auf die Seite gefahren ist und das Ding quer steht hier in der ersten Runde. Grüße gehen raus übrigens. Soll ich ihn bitte bestellen? Ich fahre direkt hinter ihm. Aber bestell ihm die. In der nächsten Bremszone. Oh, da hat es den aber auch ganz schön geledert, wa? Zwölfter? Ich muss dem erst einen Rottmann, damit er versteht, warum. Sagt er, was soll der Driss? Aber er dreht sich auch schon wieder. Er dreht sich, er hat sich. Das ist immer wieder spannend, die Schikane. Sorgt für Unterhaltung. Also. Ja. Ich habe vier Autos im Blick, 1, 2, 3, 4. Da fehlt schon einer. Wo ist denn der Platz 1? Der ist echt abgehauen, ey. Der macht sich nach vorne aus dem Staub. Auch nicht schlecht. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Ah, so geht der ganze Spaß flöten. Nee. Das ist der Kevin Meyer. Großes M. Großer Kevin. Genau. Hat er bestimmt auch noch nie gehört. Nee. Was sind also Dinger, die wir erfinden? Das ist so geil. So im Stream, also diese kreative, geistige Ergüste. Das ist eine reine Live-Performance. Ja, ist so. Oh, hier, zwei Gratisplätze. Ich hab's eben noch gejinxt hier. Noch einer! Drei Gratisplätze! Hurra, ich bin Dritter! Oh, vergessen zu schalten, aber ist auch egal. Das kann vor Freude mal passieren. Ja. Wenn das kleine Herz hüpft. Oh, echt? Dafür hab ich direkt mal drei Dinger hochgeschaltet hier, wie heißt denn immer? Übrigens Dritter. Der hat mich fast überschlagen. Daher kommt das Sprichwort, der hat sich überschlagen vor Freude. Ja. Och, jetzt ist der Joe schon wieder vor mir. Der hat sich das mit der Pole Position für den gar nicht gelohnt. Der war gar nicht auf Pole, ne? Wer war denn ganz vorne? Weiß auch gar nicht, aber der war auf jeden Fall weit vor mir. Einer von denen. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie man diese Karre hier fahren muss. Auf drei rum, ist doch cool. Das ist doch geil, Alter. Gleichzeitig Gas und Bremse in einer Tour. You deserved it.
Knutschef hier. Wusste ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, der Knut wäre so ein richtig krasser Checker hier. Ist er doch auch. Ist er? Na. Und meine Spotterin, auf die höre ich aber aufs Wort, das glaub mal. Die hat einen Spott für dich übrig. Davon lebt unsere Beziehung. Jetzt wieder Linux. Der Hillmann an Stress zu machen hier. Mit dem hast du dich letztes Mal gekabbelt, ne, Dennis? Ja, so ungefähr 34,5 Minuten. Aber hat gepasst, also bis zum Ende. Der ist auch am Stream. Achso, okay, cool. Naja, hat er doch das letzte Mal im Forum auch geschickt, den Link. Du ignorantes Stück, du. Ach, ich kann doch nicht lesen, weißt du doch. Oh, ich krieg, glaube ich, gerade meine Retourkutsche für die vielen Rammstöße aus Ungarn. Okay. Ich habe mir das heute mal angeguckt und ich muss sagen, Mann, fahr ich asozial. Oh Gott, jetzt schmeiß ich mich auch noch weg vor Lachen hier. Nee, ich fahr die gute weite Linie. Möchte ich im Stream sehen. Hier können wir wahrscheinlich völlig ausrasten, die Jungs. Dennis, der Unüberholbare. Das ist so schön. Aber es kostet uns alle viel Zeit. Ist doch das Schöne daran. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Überholmanöver gehabt. Durch Drehform, ja. Also wirklich, das ist ja extrem. Ich habe noch nie so viele pariert. Ja, jetzt krieg ich Stress hier. Jetzt krieg ich Stress. Die randalieren. Dann doch angestoßen, Schnauze voll. Wer auch immer. Ja, die schnapp ich mir. Ach, sind sie vorbei oder was? Ja, ja. Okay. Das ist mir scheißegal, den hol ich mir jetzt. Richtig so, Ziel setzen. Wisst ihr, was ich mir jetzt nämlich überlegt habe? Ohne Witz jetzt mal, ne? Wenn ihr nicht bremst in der Kurve, dann fährt das Auto schneller. Der Nathan wäre stolz auf dich. Ach, das ist toll. Der war, glaube ich, Ami, ne? Ja, genau der. Ist das nicht der, die Formel 1 Autos für Williams konstruiert hat? Adrian Nathan? Adrian Nathan, ja.
Mensch, McLaren. Guter, ein guter alter McLaren. War das nicht Ross Brown? Das sind wirklich die ganz hochgradigen Witze hier. Vater, ich tue mich schwer gerade. Oh, ist das bitter, ey. Nicht nur mit dem Ross Brown. Uiuiui. Das ist übrigens der Stiefsohn von. Jetzt wird's schlimm, jetzt wird's schlimm. Achtung, lass raus. Ich dachte an Werner von Braun. Ja. Treffer. Perfekt. Werner. Boah, Peter Krippner ist aber auch schnell, ey. Alter Schwede. Ja, der Porsche geht hier, glaube ich, auch ganz gut. Nee, der Benz ohne Motorhaube, der geht richtig gut. Den Benz Porsche habe ich tatsächlich mal probiert. Der ging für mich gar nicht, der Porsche. Ja, vielleicht war ich dann noch blöder als im Benz. Kann auch sein. Wie, du probierst einfach einen Porsche, ohne das mit mir abzustimmen? Sein T-Shirt angezogen. Gibt's da gar nicht, genau. Einfach aus Solidaritätsgründen. Der Dennis, der fährt gerade einen Porsche, doch. Das gibt's. Das hier wird nicht. Ich bin nur noch Sechster, ich glaube, ich höre auf. Ja, es lohnt sich überhaupt gar nicht. Mach das ruhig. Ich will es verstehen. Tschüss. Dann hat's ein Ende. Ja. Schick mir das Zeug rüber, ich verkauf's für dich. Gewinn minimierend. Zu Niedrigpreisen. Discounter Matthijsen, der 1-Euro-Shop. Deswegen hat er auch einen Jaguar vor der Tür. Hatte. Jack. Wo machst du denn eigentlich nicht mehr? Hatten wir das eben nochmal? War ein Leasing. Achso. Ja. Aha. Ja, nö. Vertragsgebundene Freude nenne ich das. Ich sag mal so, ich brauch kein Auto und grad nix, ne. Grad Fußgänger. Oder Rollerfahrer. E-Roller wenigstens. Und ja, hast du wieder? Hast du dir wieder einen gekauft? Nee. Also wenn ich Roller fahre, miete ich mir. Auf Leihbasis. Ja. Gibt doch diese Leimroller. Die sind auch gar nicht so teuer am Tag. Ja, die kann man sich leimen. Leimen. Ist das nicht bei euch in der Nähe, Leimen? Ja. Das wird's wild. Boris Becker. Ja, genau. Genau. Aber jetzt ist er nicht mehr so oft da. Den fand ich übrigens gut. Der ist so scheiße. Also nicht Boris Becker, sondern mein Witz. Nee, mega. Richtig gut. Wirklich. Oh Mann, der Arme. Nee, jetzt rumbums, Boris. Das ist halt, wenn man Kopf ein bisschen zu oft im Netz stecken bleibt. Ich glaube aber auch wirklich, dass da Geier auch mit im Spiel war. Und seine Blauäugigkeit kommt dazu. Ja. Immer. Ist es, glaube ich, immer. So. Ich glaube, da müssen auch kluge Köpfe hinterstecken. Mhm. Ich sag mal, das ist ja nur mit dem. Ja, wo ist das Geld? Ja, meist ist es nicht weg. Es hat nur jemand anders. Ach so. Was ist denn mit dem Karren los? Der rutscht jetzt ständig hinten rum. Das ist ja komisch. Oh. Zauberer Einschlag. Nichts mehr im Lenkrad. Das ist nicht gut. Yellow flag.
Timo! Mit dir kann ich vielleicht noch rennen fahren, das geht vielleicht mal. Siehst du den motorhaubenlosen Matthiessen hinter dir? Ja. Ich habe keinen Downforce vorne auf der Front. Ein riesiges Loch. Und ich habe meine gesamte linke Achse ist verbogen. Eine richtige Breitseite gerade links in die Bande gerutscht mit beiden. Vorne und hinten. Okay. Deswegen, ich fühle in den Kurven nicht so viel. Wenn ich mich drehe, schieb mich bitte gerade. Ich versuch's. Hat sie Erlaubnis, mir auf die Vorderachse zu fahren, dann? Knut, schieb ihn raus. Ich komm nicht mit hier, mit seiner Kurvenspeed, weil mir einfach vorne alles fehlt. Ja, das hat mir deine Freundin auch erzählt. Hat sie das wirklich gemacht? Gibt's doch gar nicht. Weil nichts ist da ja nicht. Ich meine, er ist ja sehr dünn und kurz, weißt du, aber... Oh, hallo! Hey, Knut, der hat mich angeschoben. Das reported. Das reported. Bist du ein Reporter? Reporter. Ich hab dich nicht berührt, Timo, ne? Nein, nein, überhaupt nicht. So wirklich Spannung auf der Lenkung ist hier auch nicht mehr. Your front tires are looking a little hot. Gap 2, Konietzny behind is increasing. It's now 1.4. That's 5 minutes to go, 5 minutes. Ich habe 120 Grad vorne rechts. Was? Ja! Du hast doch noch ein anderes Setup als ich. Ja, ich habe ein anderes Setup. Ich habe keine Stoßstange und keine Motorhaube, Dennis. Meinst du, daran liegt das? Nee, ach was. Nee. Nee, gut, nee, okay, ich muss das fragen. Ich weiß es ja nicht. Ja, klar liegt das da dran. Ich habe keinen Downforce vorne und überfahre das Auto ständig in jeder Kurve. So. Also ich überfahre es auch natürlich so, klar, auch mit Spoiler, aber so wirkt sich das, glaube ich, noch schlimmer aus. Spoiler. Entschuldige, entschuldige bitte. Flap. Spoiler. Splitter. Ja, wer weiß, vielleicht hätte ich bei der Fahrweise auch einfach mit dem ganzen Auto so viel Grad, ich weiß es nicht. Wie lange geht denn das hier noch? 3 Minuten 50. Dann gehe ich mir noch ein Eis holen, echt. Draußen jetzt, oder was? Draußen, ja. Meine Kühltruhe gibt leider keins her. Ah. Und dann habe ich was zur Frustbewältigung, wenn ich mir den Stream von Thomas angucke. Also ich habe null Frust, auch wenn ich hinten rumdüse. Es macht mir einfach auch trotzdem Spaß. Ja. Muss ich auch sagen. Ohne euch wäre das was anderes, glaube ich. Das dann würde ich mich ja einen abmühen und dann hätte ich, glaube ich, wenig so. Spaß. Ja, ja, geht mir ganz genauso. Aber mit euch ist geil. Ja. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das ist halt geil, weil ich bin immer dabei, wenn ich fahre. Und deswegen habe ich eigentlich immer Spaß. Ah, mit dir selber. Ich erzähle mir auch Witze alleine. Deswegen kannst du so gut mit einer Hand lenken, Dennis. Mhm. Das andere ist kein Fuß. Irgendwer räumt mich doch bei meiner Fahrweise gleich ab. So schlecht, ey. Aber mit meiner schlechten Fahrweise bin ich immerhin noch Siebter. Was kommt denn als letztes? Nordschleife fahren wir noch, ne? Ja. Yes! Das wird auch ein interessantes Unterfangen für mich. Das sollte um einiges besser werden als das hier, glaube ich. Dennis, bist du nordschleifentechnisch gerne unterwegs?
Ja, eigentlich schon. Also das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich es kann oder so, ne? Ja, hallo? Also ich werde da wahrscheinlich ungefähr so unterwegs sein wie jetzt heute auch. Naja, ja, das ist ja immer noch, das ist ja immer noch ein normales Sim-Racing-Tempo. Auch wenn es Quälerei ist. Knut und ich machen bei einer Classic VLN mit. Hast du auf sowas Bock? Achso, hab ich schon gehört. Ja, das Problem war, dass ich da zu dem Zeitpunkt, ich glaube zur Hälfte der Rennen oder sowas im Urlaub war. Urlauber, so einer. Ja, aber jedes Rennen, wo du dabei bist, zählt, wenn es nur eins ist. Da ist der Dreher. Wenn es am Ende darum geht, einfach mal Gaststart zu machen, wenn was frei ist, ist das ja immer noch cool. Irgendeiner ist mir gerade aufs Auto gefahren. Ich habe eine blaue Flagge, was bedeutet das? Gas geben, immer Gas geben. Gas geben. Blau heißt Bier ist in Sicht. Ja. Habt ihr das mitgekriegt mit ACC und dem Hackerangriff auf die SRO-Server? Ja. Das war ja auch ganz unnice, ehrlich gesagt, ne? Richtig übel. Und das scheint wohl irgendwie seit Wochen zu passieren, ne? Ja. Und ich verstehe, ganz ehrlich gesagt, nicht ganz die Motivation dahinter. Also, jemand, der mich schaden will, da muss ich ja irgendwas von haben, ne? Aber wer ist der? Manche machen sowas nur Spaß. Ah, das ist schon... Ich weiß, aber das ist schon zu groß und professionell, um das nur aus Spaß zu machen, würde ich jetzt behaupten. Aber man weiß es nicht, das stimmt schon, ja. Das ist einfach auch ein bisschen zu gefährlich, weißt du, um das aus Spaß zu machen. Weil die SRO ist ja keine kleine Klitsche, die jetzt auch keine guten ITler beauftragen kann, um dann Backtracing zu machen. Also das sollte man schon können dann auch, ne? Um keine Spuren zu hinterlassen. Du glaubst doch nicht, dass solche Spasten um sowas irgendwie Gedanken machen. Wenn es aus Spaß passiert, dann nicht. Wenn irgendeine andere Motivation dahinter steckt. Ja. Meint er? Ja. Was könnte denn noch dahinter stecken? Eine wirklich gute Frage. Nein, wir wollten in der Zeit aber ein iRacing-Rennen zeigen. Nee. Nein, wir finden Race-Room besser. Wir machen nichts mit ACC. Nee, auch nicht. Nein. Ich spiele das nur gerade so gedanklich durch. Entschuldige bitte. Hä? Ich habe keine Ahnung, was dahinter stehen könnte, ehrlich gesagt. Null. Es kann ja auch sonst wer aus der Führungsriege irgendwelchen Stress anderweitig haben, von dem man nichts weiß. Genau. Zum Beispiel irgendwie so ein Verantwortlicher für das ganze Online-Auftreten und für die Infrastruktur zum Bleistift. Vielleicht hat der jemand gekündigt oder was? Jo, ich bin im Ziel! Mach mal Andrea für die Groupies. Yeah. Wunsch. Ja, scheiße. Was denn jetzt? In der letzten Kurve hier habe ich noch den Stefan Findeklee vorbeigelassen, weil ich mich einfach mal nicht gebremst habe. Ich habe mich noch nicht mal verbremst. Ich habe mich nicht gebremst. Das ist auch eine interessante Technik, um mal noch einen Platz abzugeben, unauffällig. Ja, bescheuert, ey. Neunter. Sowas Doofes. Oh. Ja, hätte besser laufen können, wenn ich mit der Karre klar käme. Ja, für so ein Fun Race. Hätte laufen können. Ja, genau, so sehe ich es auch. Wo seid ihr denn hergekommen? Ich bin Platz 1. Kannst aber nicht beweisen. Ich bin auf 16, Dennis. Dann bin ich auf 17. Das habt ihr aber gut gemacht. Ja, wir haben das gelöst. Im Verbund. Ja. So wie also ein Team halt auftreten muss, das ist so. Einer ohne Aero, der andere ohne Aufhängung. Perfekt eigentlich, oder? Also ich sag mal so, ich bin einmal 11. und einmal 9. Das heißt insgesamt nicht 20. geworden, ne? Oder? Ganz genau. Ja, so muss man das rechnen.
Krass, Position Edition. Also ich muss immer wieder sagen, ne? Also keine Ahnung, warum mir das bei den... Und schon wieder ist Race Room abgestürzt, wie beim letzten Mal. Was ist bei dir? Keine Ahnung. Nach dem zweiten Rennen Escape drücken, abgestürzt, komplett weg. Ich hab gar nicht geescaped, ich bin einfach... Hast du laufen lassen? Zurück, raus, Enter, aber F12. Ich hab eine manuelle Outlap. Ich bin übers Ziel und dann stand Box anfahren und dann habe ich geescaped. Ja, diese manuelle, das ist auch die manuelle, die du hast. Das mit der Auslaufrunde, ne? Sorgt für Problems, ja. Okay. Naja, ich sag mal, wenn das Ergebnis jetzt nicht festgeschrieben ist, dann ist es auch nicht ganz so schlimm mit P16. Aber ich wollte gerade sagen, ehrlicherweise ist es bei den AMS-Rennen so, bei den AMS-2-Rennen... Deine Chance gesunken, den VR-Halbjahresbeitrag zu gewinnen. Wertungsfrei. Dass ich da irgendwie, wenn ich schlecht, wenn irgendwas passiert, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, da geht die Lust weg. Und hier ist es so, ich baue einen Crash, hab das Auto wieder im Griff und fahre das Rennen zu Ende und einfach hab richtig Spaß dabei, auch auf P16 oder 18, ist mir egal, und hab einen richtig geilen Abend und da geht's mir halt nicht so. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Wo geht's nicht so? Bei AMS2 geht's mir so nicht. Also. Ah, okay. Und da ist es teilweise so, dass ich gar nicht selbstverschuldet abfliege, sondern dass ich, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich dann weggewichst werde. Ja, okay, das kann natürlich sein. Ja, das waren jetzt zwei meiner eigenen Fehler und ja, dann geht's halt weiter. Dann wird durchgehalten bis zum Schluss. Fertig. Ja, ich sehe gerade, du fährst auch irgendwie eine andere Linie als ich. Du fährst irgendwie sicherer, während mein Auto die ganze Zeit nur am Rutschen ist. Also sieht auf jeden Fall so aus. Okay. Ah, ich glaube, das macht auf der Strecke manchmal auch Sinn. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich eine richtig unsicher beschissene Linie fahre eigentlich. Aber gut. Nee, kann sich dann trotzdem so fühlen. Ja. Das stimmt. Übrigens, Dennis, dieses Stream Deck Case ist einfach nur saugut. Also das ist echt mega Weltverbesserung. Ich hatte das Stream Deck mit Isoband, ich bin ja ein ehemaliger Handwerker, ihr wisst es, mit Isoband so richtig dumm mit am Rig angeklebt. Und das ist so ein dehnbares. Und wenn ich das richtig festziehe, dann gibt das irgendwann nach und dann labbert das so. Nee, egal. Jedenfalls Weltverbesserung. Geil, einfach geil. Ja, ich sehe es gerade. Sieht auch richtig gut aus. Hast du dir die Alu-Case schon gekauft? Dafür? Nee, ist im Moment nicht lieferbar, leider. Ah, okay. Ja. Der Dennis hat es nicht da. Und ich bin schon mit dem Hersteller in Kontakt. Mhm. Bin mal gespannt, die kommen ja aus Australien, die Dinger. Und mal gucken, was der so sagt. Ja, okay. Könnte man sich sowas unter Umständen mit den richtigen Plänen dann auch nicht hier fräsen lassen einfach? Oder wie läuft das ab? Ja, doch. Ja, klar. Aber wahrscheinlich kostet es dann noch mehr, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, das Ding ist aus dem vollen Alu gefräst alles, ne? Ja, sehr also, geil. Das hast du auch dein Leben lang dann, ne? Ja, genau. Ich schätze mal, das verkaufst du tatsächlich nicht mehr. Ja, ja. Oder wenn du dann irgendwann sagst, dass du das Hobby mal aufgibst, weil du Drachen fliegen willst oder so. Ja, richtig. Oder man sich zumindest als Drachen verkleiden möchte. Ja. Mit der Frau zum Beispiel. Oder, richtig. Wie geht's dir eigentlich? Immer dienstags. Das eskaliert jetzt gerade. Nee, Quatsch. Aber bei Nordschleife sind wir alle drei nochmal dabei, oder? Da gehen wir nochmal Gas hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Ernüchterung gönne ich mir nochmal, auf jeden Fall. Ich würde ganz ehrlich sagen, warum nicht auch mal einfach mal von hinten starten, ausnahmsweise? Ach so. Entschuldigung fürs Lachen. Tut mir leid. Ja, nee, es ist okay. Das Messer liegt bereit. Okay, meine Lieben, ich danke euch für den geilen Rennabend. War sehr erfolgreich für alle anderen. Wir haben gewonnen an Erfahrung. Und an Fun, an Race-Fun und dass man zu dritt auch hintenrum. Das gehört immer mit dazu. Linus, ja. Grüß dich. Grüß dich, Linus. Hallo, Linus. Hallo Linus. Linus. Ja. Darf ich auch nochmal danke sagen? Du kannst jeden grüßen, kannst Danke sagen, kannst mir 5 Euro überweisen, kannst alles machen, Dennis. Jetzt heute Zeit für seine Ergüsse. Heute wollte ich euren Zuschauern danken und sagen, danke. Das ist geil. Das ist richtig geil. Man sagt viel zu wenig Danke übrigens. Der Dennis, der ist rhetorisch ganz vorn. Ich habe mich vorbereitet. Das merkt man auch. Magst du jetzt nochmal deine Oma grüßen? Weil jetzt hört man dich besser. Ja, kann ich machen. Hallo Oma, schönen Abend noch. Sehr gut. Die freut sich. Das war wirklich nett. Dann dachte die so, ach Junge. So mögen wir das.
Nee, ich so, mal hier Winzer, also, aber sonst bist du nicht mehr mein Enkel. Ich bleibe jetzt auch beim Benz, auch mit dem auf der Nordschleife dann, ne? Also da ja, auf jeden Fall. Mach jetzt nicht nochmal anders, weil ich was. Nee. Also ich sag mal, den können wir jetzt fahren. Also zumindest tun wir so. Du kannst mir ja die Woche wieder so ein schreckliches Spezial für Knut angefertigtes Setup, wo man sich dann mal wegdreht, kannst du mir zukommen lassen in der, weißt du, wo du so tust, als ob du das auffahren würdest, nicht? Und ja. Ja, mach ich doch gerne. Oder ich fahre so ein Bimmer, wie Timo fährt. Das, genau. Nee, ich bleib beim Benz. Ich habe hier dieses, nee. Ich benutze ihn ja als Ausrede. Das stimmt. Wenn du damit erfolgreich bist, dann geht das. Das geht nicht. Nee, ich fahr Benz, ist es okay. Ich finde es wirklich schade, dass die nicht mehr diese stehenden Sterne vorne drauf haben. Also der AMG GT3, der müsste eigentlich ja. Das Fadenkreuz. Ist so. Boah, das wäre geil. Dann wäre es ein richtiger Benz. Wird mal wieder Zeit für eine Runde 92er DTM. Mhm, absolut. Korrekt. Vielleicht könnte man echt mal wieder irgendwo einschieben. Ich finde es auch schade, dass man diesmal nur eine Klasse fährt in der Sommerpause VR. Ja. Da hatte man ja schon mal mehr Abwechslung. Das stimmt. Das ja, muss man wirklich sagen. Ich hörte davon, dass es noch einen Sommercup geben soll. Oho. Interessant. Insider-News. Oh, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es auch gehört. Ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen, aber es bleibt Scheiße. Spannend. Wie viele tausend Leute watchen? 17 Millionen nur. Ja, ja, es ist nicht ganz so viel. Der Linus ist weg. Sehr gut. Ach, oh, herrlich. Hab ich einen Spaß mit euch. Ich hab kurz reingeguckt, um Tag zu sagen. Warte, okay. Der Linux, der hier mitgefahren ist, der Linux? Der Linux-Griese. Genau, der Griese, ja. Ja, der Griese-Linux. Ja, den hatte ich ja auch mal kurz so eine halbe Runde lang aufgehalten. Ja, bei dem kannst du das immer gern machen. Der ist jung, der hat noch Zeit. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon mitgekriegt. Das ist nicht schlecht. Na gut, meine Lieben. Na gut. Ich sage wiederholt danke, freue mich auf das Nordschleife-Rennen. Wir werden im gleichen Format wieder starten. Übrigens, ich habe mir noch überlegt, wenn wir eure, habt ihr alle, ihr habt doch alle eine Webcam. Timo streamt selbst, die würde ich vielleicht in meinen Stream mit einbinden wollen. Und Dennis, dich auch, wäre das okay? Ich hab leider keine Webcam. Ja, schicke ich dir eine die Woche, kein Problem. Dann siehst du meine Verzweiflungstaten direkt. Weil dann würde ich euch einfach mit in die View mit einblenden und dann hätten wir unsere drei Fratzen einfach quasi im gleichen. Scheiße. Ja, das würde ich dann. Aber ohne Scheiß, wenn du keine Webcam hast, ich habe hier zwei liegen, ich schicke dir eine. Ist auch per Smartphone. Ne? Ach, macht dir keinen Dingens hier. Eine Ausrede gibt es da nicht. Ja, ich habe auch gar keinen Platz, wo ich das festmachen könnte hier. Ist ja alles voll mit irgendwelchen. Ich ziehe dir gleich die Löffel lang, Freund. Wir haben eine Woche Zeit, ich schicke dir eine Rolle Panzerband. Gaffertape, zack. Okay, so, na gut, dann. Ich habe verstanden, du hast Akne, wir machen es nicht. Alles klar. Ja, ich bin schüchtern. Ja, sicher, sicher. Ja, ich schließe mich einfach Knuts Worten an. Wunderbar machst du das. Knut ist ja der Professionelle hier. Ja, richtig. Ja, stimmt. Hm? Aber richtig. Das nur wegen seinem Zweitjob mit dem Professionellen. Ich hasse euch. Oh Mann. Nein, Quatsch. Leute, ich sage danke. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen, auf Wiederhören und goodbye. Was? Und ihr wart das beste Publikum. Und schaut mal wieder rein, denn etwas schauen muss sein. Ach, ich habe doch noch so Geräusche hier auf dem Ding drauf. Kann ich das? Warum habe ich denn das die ganze Zeit nicht gemacht hier? Wir fahren nach Marokko. Jetzt, wo das Stream Deck so verfügbar hier hängt, so präsent, kann ich das ja wieder mit entsprechenden Effekten belegen. Sollte ich mal machen. Mach das mal. Ich stoppe den Strom und sage zum letzten Mal, aber wirklich auch an euch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen. Danke an Dennis, danke an Timo. Wir sehen uns wieder und zwar in einer Woche. Bis dahin, ciao und adiöse. Bis dann.